Okay, jetzt fehlt mir doch noch ein Schlüssel. Mist. Das heisst, ich bin noch zu früh durch den Gang durch. Ja. Es kommt halt davon, wenn man einfach mal die eine Tür durchläuft. Aber. Wow! Scheiße, voll reingelaufen. Ja, nu. Gehen wir halt nochmal runter. Ich glaube, das müsste. Bleibst du da? Wo ist eigentlich. Komm ich eigentlich da rauf? Ist das ein Ausgang? Müsste ich fast, ja? Dann wird jetzt oben ein Geländer, damit man nicht direkt ab. Wahrscheinlich gibt es irgendeine Möglichkeit, aber ich glaube es jetzt mal nicht. Also der logische Weg ist jetzt, dass ich jetzt einfach da weitergehen. Aber mir fehlen mir noch zwei Sachen, damit ich überhaupt weitergehen kann. Das ist einerseits der Schlüssel und andererseits ein bestimmter Gegenstand, den ich jetzt noch brauche. Und ja, also ich hatte mal geradeaus noch. Ich habe noch zwei Optionen. Das geht noch nicht, da muss ich zuerst das Auge zuschießen. Das Auge da. Jetzt gar nicht gesehen, vielleicht das Auge dort oben muss ich nicht zuschießen. Also gehen wir noch mal geradeaus. Passt. Es tönt schon wieder nach. Warte mal. Die Spinne noch von vorher gesehen hat. Bleibst du da? Schnell schauen. Irgendwo war da noch ein Skulptulla. Ja, voll. Links. Ah! Passt, haben wir wieder eine. Jetzt kommt nochmal Dingsface, wie heisst die eigentlich? Knochenfratze, okay. Ah. Stimmt, die haben ein Schutzschild, wenn sie mit dem komischen Rauch sind. Das hat sie. Ich habe mehr Abstand angegumpen. So. Eine Nusch. Oh! Battle! Wer gehen wir zuerst? Schaut, was ich zumindest mache, gar nicht. Hallo! Schaut, was das Bomben macht, auch nicht. Au! Ey! Was? Schlägt über das Schild? Nee, aber. Jetzt sind das Schild einfach runtergekippt. Komm! Was ist die Taktik? Schlag zu, wenn sie können will. Ja, bravo. Also, wir warten auf die Gelegenheit. Komm, komm. Jetzt bin ich gerade irgendwie überfordert. Die müssen doch in die Deckung mal aufgeben. Ah. Nach dem Schlag. Ich meine, sie haben das Schild mehr weg. Hm. Das kann schneller sein. Komm, Attack. Attack. Du irgendwie. Irgendwie muss ich aufpassen, hey. Schau, wie schnell die Töpfe machen. Nein! Ah, die gehen so viel auf einmal. Darum, ich habe zwei Herzen verloren auf einmal in den Schlag. Gut, dann hat sich das erledigt mit den Töpfen. Und jetzt gebe ich mehr Acht auf seine Schläge. Das ist ja fast ein peinlich eigentlich. Und ein bisschen mehr bewegen wäre auch noch etwas. Stich.
Nein, ich sollte dort sollen jumpen. Komm, komm, komm. Glück trifft, zielen sich höher. Ich habe jetzt die Kontrolle jetzt gemerkt, ein bisschen Verzögerung, also ich muss jetzt ein bisschen zu früher schlagen. Ja, genau. Ich muss ein bisschen achten, darum trifft es zum Teil auch mein Schild, oder mich nur, wenn ich das Schild schon oben habe, beziehungsweise das Gefühl habe, ich habe es schon gedrückt. Und wenn es das ein Schlüssel ist, dann passt das. Das ist genau das, was ich brauche. Perfekt. Gut, den Weg nochmal zurück. Schnell schauen, ob ich hier noch zu viel Fee habe. Ja, perfekt. Kommen wir wieder auf 2 aufstocken. Ja, warum nicht? So muss es sein. Ich würde aber wieder den Haken. Gut. Gleicher Weg zurück. Droppst du etwas? Nein. Okay. Schnell durchlauf. Brrrr. Schneller als du. Gut, also fahren wir wieder im Spiralgang. Und jetzt habe ich auch den Schlüssel, um durch die Türe durchzukommen. Ja, oh, schnell genug, damit nicht die blöde Hand noch verfolgt. Tadam. Es Geisterbild! Nochmal ein Geisterbild. Hallo, Geist. Das ist noch nichts Spezielles. Und der verarscht oder der Geist? Wir sind schon weg. Okay. Ja, gehen wir mal durch. Naja, ich weiss nicht, dass das Feuer fällt. Bumm. Dann. Hallo! Oh, Challenge. Ah, er kann in die Mitte überlaufen. Ich wahrscheinlich nicht, ja. So, schon das Messer müssen ziehen. Nein, das war schwach gewesen. Im Moment, wo er seine Decke aufmacht, bin ich mir nicht sicher, ob ich dann das Ding schmeißen kann. Nuss kann schmeißen und sind dann mal. Na, schön. Bin mir nicht dann betäuben. Ah, doch. Genau, das war die Idee gewesen. Gut. Bo-bom. Nein, nochmal 2. Ja. Und dann hat es sich einfach gemacht. Nein, ich will den anderen zuerst bekämpfen. Ist das schwarz gewesen? Passt. Gut, letzte noch. Komm. Gib ihm. Was ist jetzt das gewesen? Wieso habe ich jetzt das links im Ohr gehört? Das ist jetzt gerade sehr komisch angehört. Wenn ich es lang hatte, ist der andere wieder aufgestanden. Ah, shit. Okay. Also schnell. Ja.
Okay, also wenn ich es in die Luft verwünsche, wäre der Move an. Das kann gar nicht auf sie warten. Komm, komm! Was ist jetzt nervig, ey? Da kannst du ja ewig fight. Gut, aber jetzt kommt sicher nicht nochmal. Nehmen die Nüsse auf. Und. Yes. Der Feenbogen. Ja, ich weiß, ob man ihn braucht. Ist genau gleich wie die Armbrust. Nur mit besserer Reichweite. Das Ding ist cool. Ah, falsch richtig. So, 30 Stück. Bomben braucht man im Moment nicht unbedingt. Wo bin ich hingekommen? Das weiß ich nicht mehr. Ich muss noch schnell schauen. Da reinkommen. Sorry. Ich glaube, ich bin da reinkommen, ja. Ich glaube es, oder? Mal schauen. Jetzt kann es relativ schnell zeigen. Ja, yeah, genau. Watch out! Und jetzt machen wir das so. Jetzt kommt es zu langsam. Es langt schon, oder? Oder muss ich mehrmals? Muss ich mehrmals? Ich glaube, dass ich nicht so viel Pfeil brauche, ich habe noch nicht so viel. Jetzt ist sie wieder da. Gut, und jetzt fehlt mir noch ein Schlüssel, aber den Schlüssel sollte ich eigentlich da mal überkommen. Und da haben wir Geist Nummer 1, der blaue Geist. Hallo Geist! Gilt das jetzt eigentlich bei denen auch? Ja genau. Also wenn ich sie anvisiere, dann sehen sie mich. Dann verschwinden sie. Dann sehen sie, dass ich sie sehe und verschwindet. Tsunami. Zu neu. Dann nehmen wir noch gerade den Pfeilbogen. Boing! Solange ich aber genug weg bin, dann werden sie nicht angegriffen, greifen sie mich gar nicht an. Das darf wieder langsam kommen. Zack! Ganz mal davon aus noch einen. Boing! Dann nochmal einen. Unser Geist. Jetzt frickst du. Gut! Nummer 1. Fackel brennt. Da gibt's. Das habe ich gar nicht gewusst, dass es da noch eine Kiste gibt. Gut, Pfeil aufpicken. Kann ich brauchen. Jetzt sicher auch irgendwo ein Pfeil. Herzlich, ja gut. Pfeil, yay. Und. Ist auch eine Kiste. Das wird mir schon in den Kompass. Ja, perfekt. Gut, also, den Schlüssel habe ich noch nicht. Ein kleiner Schlüssel. Den fehlt mir jetzt noch. Das heisst, müssen wir mal zurück. Here we go. Der über mir. Ja.
so komme ich nicht auf. Nein, so funktioniert es nicht. Mach mal. Ah, okay. Dasselbe Spiel noch einmal. Oh, jetzt war er schon wieder da. Und da war auch so eine Sache gewesen, hey. Dass ich das Zeitchen brauche, um herauszufinden. Weil, dass sich etwas bewegt, ist ja beim ersten Mal runterlaufen schon klar, dass irgendwie die Geister in den Bildern drin sind. Aber mit dem Enderhaken, wenn ich es richtig im Kopf habe, funktioniert es eben gar nicht, weil die Reichweite zu wenig hoch ist. Und ja. Entsprechend eben. Habe ich ein bisschen umgehirnet und umhirnen müssen, wie es dann wirklich funktioniert hat. Das ist also erfahrungswert, also zum Beispiel eben, also alle Geister generell, also nicht nur die jetzt in dem Dungeon, also die, wo wir jetzt in der Julianischen Steppe finden, also so Erwachsene, dass man die einfach nicht anschauen darf, mit Z, also nicht anvisieren darf. Das ist auch so etwas. So, so eine hoffentlich. Ich meine, es geht auch so, oder? Aber es ist sehr viel einfacher, wenn man nicht die ganze Zeit unsichtbar wird und unantastbar. Macht sehr viel einfacher. Komm, noch einer. Hopp. Gut, Geist Nummer 2. Und jetzt sollte es eine kleine Kiste sein mit einem Schlüssel. Wenn das richtig ist. Müsste so sein. Perfekt.